Tja, Leute, wir sind hier im Finale des Turniers im Königreich der Duellanten zwischen Yuki und Joey. Aber irgendwie, was die momentan so an Karten haben, ist nicht wirklich finalwürdig, wie ich finde. Das müssen wir dringend ändern. Ja gut, so viel nicht unbedingt, aber... Wer weiß, wa? Der Beschutz des Throns. Ahaha, Schmerz. Lass nach. Er hat einen Totenkopf? Wo hat er den denn? Aktiviere die magischen Hüte! So. Nehmen wir mal die Karte, jetzt müssen wir mal gucken, was können wir sonst noch nehmen. Also kann ich halt nicht mehr so brauchen, sagen wir es mal so. Okay, den brauche ich garantiert nicht mehr. Maki ist irgendwie sowieso scheiße. Spielfeld? Nee. Antike Regeln? Na, die hätte doch auch gerne antike Regeln. Fusion braucht auch keine mehr, ich habe schon zwei auf der Hand. So, wir haben mal schön durchgemischt. Jo, von dem her kann sich eigentlich sehen lassen. Dann würde ich doch mal sagen, ich rufe den schwarzen Magier. Und mache nichts mit ihm. Uh-oh. Das hingegen ist clever. Und das tut weh. So, komm, liebes Deck, nehmen wir ein paar anständige Karten hier raus. Ah, das lobe ich mir, das liebe ich. Topf der Gier. Ja, jetzt kann man langsam damit arbeiten. Mal gucken. Dann setze ich mal noch eine Karte verdeckt, wenn der schon den scheiß Nachhelfer auf dem Feld hat. Bin ja selber schuld. Ich gerne hier die, das Teil hier rufen. Wie zum eigentlich einen schwarzen Rotang da hinkriegen soll, ist noch schleierhaft. So, nee, ich warte mich noch. So, liebes Deck, komm schon. Ja, gut. Ich hätte das, was ich unbedingt wollte zu dem Zeitpunkt. Ja, komm. Kuribo, ich brauche dich, Kumpel. Danke. So, jetzt kommt schon Herz der Karten. Jetzt kommt er mit dem scheiß dunklen Gelehrten. What the fuck? Kann ich normalerweise schon? Muss ja eine Spezialbeschwörung von deiner Hand und deinem Deck beschworen werden. Von einem Deck beschworen werden, ja, geht auch, okay. Den du ein dunkler Mangels Tribut anbietest, sofort nachdem du den Effekt von Zeitzauber angewendet hast, weil dein Münzwurf richtig vorausgesagt hast. Okay, ist wie im Anime quasi. Kann ich aus dem Deck rufen. Schön, bringt mir jetzt gar nichts mehr. Duell ist leider vorbei, Freunde, wir haben verloren. Alter. Yuki, Joey, so, wobei Joey geht einen noch, aber Yuki ganz ehrlich. Dein Deck ist einfach kacke, Junge. Es ist doch einfach Kacke, Mann. Kacke, Mann. Kacke, Mann. Ja, wenn er so weitergeht, muss ich kacken, Mann. La 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 la.
Es ist echt scheiße, sorry. Und es wird nicht besser. Was war mein schlimmes Desaster? Menno. Mein Deck ist so okay, gut. Kunstbeschwörers, machen wir Deck mal. Natürlich hat Yugi und schwarzen Rotangendrachen im Deck. Mhm, sehe ich ein. Nehmen mal Gaia auf die Hand, weil ich ja schon mal den Fluch des Drachen auf der Hand habe. Zumindest schon mal eine Fusionsbeschwörung rufen. Ja, schlimmes Desaster. Okay, spiele ich die Karte mal. Da mal Topf der Gier. Okay, antike Regeln. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Kann theoretisch mal einen schwarzen Magier rufen. Für später. Der hat so eine Fusionskarte. Der kann schon mal zwei Monster spezial beschwören. Ja, nicht schlecht. Oder fast zumindest. Topf der Gier, super. Ja, hätte ich aber auch gemacht. Darf gar nicht an, krass. So, Freunde, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Die kann ich eigentlich haben, wohl, da habe ich jetzt bereits. Dass ich schon mal zwei Monster, zwei starke Monster rufen könnte. Okay, gut. Ich wollte sowieso seine Karte loswerden, also insofern. Uh-oh. Ja, gut. Nee, komm. Krüber spare ich mir auch, dafür sind die Monster zu schwach gerade. Der schwarze Rotangendrachen. Okay, warte mit der Fusion noch. Dann spiele ich erst einmal antike Regeln und rufe meinen schwarzen Magier. Ganz genau. Immer schön posten, da ist ganz wichtig. So, nachher kannst du den Effekt nur einmal aktivieren, nicht mehrmals. Bye bye. So. Kann es sein, dass ich noch irgendwie eine fiese Zauberkarte, die drei Gegner, schwarzes Loch oder sowas in der Art, und wenn ich jetzt, ja, mehrere Monster rufen würde, hätte ich ein Problem. Okay, ist nicht so doof, dass er direkt angreift. Noch ein Gaia. Jetzt natürlich Schwert und Schild wäre natürlich jetzt genial. Von dem warten? Wir warten, wir haben Zeit, Freunde. Und ich weiß, macht, dass du schon einen Totenkopfdrachen rufen könntest. Dann wollen wir doch mal gucken. Zaubererzeit. Oh, den könnte. Oh. Egal, es jetzt gewesen wäre, den zu rufen oder zu spielen. Wobei, wenn ich jetzt eine Fusion. Wiedergeburtskarte hätte, ich würde es, glaube ich, echt riskieren. Auch mal zum Gucken, ob ich echt den meinen Zauberer, also meinen Magier rufen könnte. So, dann Gaia weg. Markio, ja super. Jetzt mal verdeckt, vielleicht kann ich irgendwie ein bisschen triggern oder so. Das könnte ja sein, ne? Manchmal lassen sich die NPCs ja mit verdeckten Karten triggern. Ich kann weiter meiner Strategie feilen, wobei, Strategie ist ja ein bisschen übertrieben, ganz ehrlich. Oh, noch ein Fluch des Drachen, ey, mein Gott, der Yugi muss ja jedes Monster dreifach im Deck haben. So, Freunde, jetzt könntet ihr schon mal ein paar krasse Monster spielen. Aber noch warten, dazu kommen wir gleich. Also die Situation, die ich nicht haben wollte, scheiße. Du
Du kommst auch immer im dümmsten Moment, wa? Kein Zauber, der Zeit ist bei ihm auf der Hand. Okay, gut, riskier's. Ich spiele die Zauberkarte Fusion. Und führe eine Fusionsverschwörung durch, indem ich den schwarzen Rotaugendrachen und den beauftragenden Dämonen kombiniere. Und daraus entsteht der schwarze Totenkopfdrache. Keine Animation? Okay, bin doch jetzt ein bisschen traurig. Schwarzer Magier, schwarze Magie-Attacke! Schwarzer Totenkopfdrache. Was hat die Attacke schon wieder? Tödlicher Feuerball, irgendwie sowas. Also man merkt schon, es haben relativ wenige Mounts im Spiel so Animationen. Ja gut. Kann machen, sehr viel bringt es zwar jetzt nicht. So. Ich warte mal noch, Meine Fusion, okay. Theoretisch noch Gaia rufen. Worauf ich warte? Ich warte eigentlich als Ende auf den Zauber der Zeit oder auf eine Wiedergeburtkarte. Ich recht gerne seinen Effekt aktivieren würde. Antike Regeln, ja. Generell keine schlechte Karte, nur jetzt kann ein bisschen unpraktisch. So. Wir haben 20 Karten im Deck, das heißt, wir haben bereits die Hälfte davon verspielt. Da kommt sie ja. So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob mein Plan aufgeht. So, ich kann echt erst dann rufen, wenn der Effekt hier richtig geraten war, wa? Also ganz ehrlich, der Aufwand dafür, damit ich eine Zauberkarte auf die Hand nehmen kann, ist sehr groß. Alter Schwede. Gehe ich aufs Ganze? Gehe ich in die Offensive? Glaub schon, wa? Mit einer weiteren Fusionsbeschwörung zeige dich Drachenmeister Gaia. Hä? Kann ich beide Felder nehmen? Okay. Ich dachte, ich kann beide nehmen. Da war es ursprünglich mal so und jetzt. Oder ich kann nur eine nehmen, weil es kein Link-Monster ist. Könnte natürlich auch sein. Der hätte beide nehmen können. Hm, krass. So, ich will noch antike Regeln. Einen weiteren schwarzen Magier. So, also ich glaube jetzt mal, ohne irgendwie zu übertreiben, dass wir jetzt mal die stärksten Monster aus Yugi's Deck beschworen haben. Tja, und dann? Schwarzer Totenkopfdrache. Das war's. Von Joey kam leider relativ weniger, dafür konnten wir ein paar interessante Monster rufen. Herzlichen Glückwunsch, Kumpel! Hier nehmen wir eine Karte, die Gloria aus königsrechter Hand. Zeige sie Pegasus, Sharon, Crockett und er wird dir 3 Millionen Dollar Preisgeld geben. Nö, Joey, behalt sie. Yugi. Ja, ich will nicht reich werden, will bloß meinen Großvater retten, genau. So, Freunde, wir haben Zeit für das letzte Duell in dieser Saga, das Millenniums-Duell.
Endlich war es soweit. Das Champions-Turnier zum König der Duellanten hatte Yugi das Recht erworben, sich mit Maximilian Pegasus zu duellieren. Versprich mir, dass du die Seelen meines Großvaters und all der anderen befreist. Ja, aber natürlich, kleine Yugi. Aber wenn ich stattdessen dich besiege, musst du auch einen Teil deiner Abmachung erfüllen. Sieh dir die Karte, die du in der Hand hältst, genau an, Yugilein. Es gibt einen Grund, warum sie leer ist. Denn wenn ich gewinne, bekomme ich deine Seele. Für immer. Du hast viel zu gewinnen, aber du riskierst auch viel. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen, um die Seele meines Großvaters und der anderen zu befreien. Aber ich habe nicht vor, zu verlieren. Enttäusche dich nur ungern, Pegasus, aber ich habe nicht die Absicht, jemals ein Teil einer Seelenkartensammlung zu werden. Zumal ja eigentlich, wenn Pegasus gewinnen würde, würde die Seele von Yugi darin eingesperrt werden, nicht die von Yami. Hm. Du wissen, dass halt die Beine zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich. So, noch einmal auf ein episches Duell. Oh ja. Schwarze Magie des, oder Magie des schwarzen Chaos, wa? Ich glaube, mich zu erinnern, dass die Effektmonster-Karte ja schwarze Magie des Chaos ist, okay. Die heißt einfach nur Magie des schwarzen Chaos. Gut, kann man machen. Okay, Zauberrechner Pfeil, den kann ich auch gebrauchen. Jetzt muss man gucken, ich schicke mal einen schwarzen Magier auf dem Friedhof. Mein Hornkobold. Hm? Nee. Ah, wollte den Effekt aktivieren. Nee, nee. Dann spiele ich mal so. Mal gucken, was daraus wird. Ich hole mal noch eine zweite Zauberkarte. Wissen wäre es, wenn ich irgendwie mehrere solcher Toons auf seiner Seite hätte. Weil wenn ich seine Zauberkarte zerstöre, verschwinden die alle. Und deswegen spiele ich erstmal die Lichtschwerter, weil auch die Toons können dann ihn angreifen. Ein Zug vorbei. Dann spiele ich mal noch den geflügelten Drachen und Hüter der Festung Angriffsmodus. Vor allem Nummer 1, wo ist denn eigentlich Nummer 2? Ich gerade, gab es Nummer 2? Ich glaube schon, das war gerade irgendwie so ein roter Drache. Der gar mehr auf Verteidigung ausgelegt war und eine höhere Stufe hat. Wenn ich mich glaube richtig erinnere, das ist schon eine Weile her. Ah, der herbeigerufene Thunschädel. Mhm. Tja, dann flippe ich mal Silberklaue in Angriffsmodus. Und auch noch meinen Mammutfriedhof. Na, Pegasus, alles relativ schwache Monster, wa? Was habe ich bloß vor? Hm, was hat der kleine Yugi bloß vor? Wenn es bloß wüsste, ey. Aber er ist ja so ahnungslos. So. Dann wollen wir doch mal. Kobold hat eine effektive Zauberkarte so gehofft. Okay. Geflügelter Drachen, Hüter der Festung, greif an! Ja gut, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Zum Glück habe ich noch einigermaßen... was in der Hinterhand behalten, genau für so einen Fall. Oh, meine Monster zerstört, verdammte Kacke. Habe ich ihm noch gar nicht erlaubt. Maximilian Pegasus, Oh nö. Ach nö, 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 nö. Da
Nutze die Macht der Ketten. Oh. Natürlich weiß es eigentlich mehrere hat, aber hätte es eigentlich, dass das jetzt noch nicht der Fall ist. Okay. Ich will mal noch die magischen Hüte. Ich weiß, ich spiele ein bisschen auf Zeit, aber ich will noch irgendwie was anderes haben. Wie zum Beispiel folgen schon Ritualkunst, das wäre so eine Option. Ich weiß nicht genau, was das so verdeckt noch auf dem Feld hat, ne? So eine verdeckte Karte, machen wir noch ein bisschen Sorgen. Oh, ich will auch ein Ritualmonster rufen. Naja, so ein scheiß. Ah, wie ist das Teil? Hat so einen ganz bescheuerten Namen. Ups! Aber dazu. Aufgegeben! Oh! Das finde ich jetzt nicht so geil. Gib nicht auf! Ach du Scheiße, jetzt kommt er aber. Das ist mein Monster, du Arsch! Vor allem, wir hatten eigentlich noch ein Fusionsmonster. Tja. Nee, bringt sowieso nichts, komm. Sag mal, täusch mich, oder sind wir hier direkt im Anime? War das im Anime nicht auch so? So, du hast zwar den Quatsch. Wieso kann ich eigentlich. Hier, Kuribo, tschüss. Kann ich die Karte aktivieren, hä? Ging irgendwie nichts. Seltsam. So, ich setz mal. Aha, weil kein Monster mehr auf dem Feld hat. Doof. Stimmt. Aber schön. Vorgeschriebene Ritualkunst, Freunde. Jetzt geht's rund. Zeige dich, Magier des schwarzen Chaos. Natürlich passiert nichts. Fernlicht sein. Aufgeben! Nein! Vor allem, er kann seinen Scheißeffekt. Warte mal. Einmal pro Spiel, du kannst ein Monster wählen, das genau kommt. Ausrüstet Monster. Aber er hat bereits ein Monster ausgerüstet, weil eigentlich, wenn er es angegriffen hätte, wäre sein Monster zerstört worden. Ist jetzt aber nicht, Heißt jetzt, er kann das Teil trotzdem nochmal rufen? Also meinst du den Effekt aktivieren? Muss ich ganz kurz mal gucken, wie das funktioniert. Das nehme ich jetzt noch runter. Nehmen kann gar nicht, okay. So, dann rufe ich mal einen Biberkrieger. Warum dürfte klar sein, wa? Aber ist interessant, was hier gerade abgeht. Hat viele Referenzen zum Anime. Zuerst mal muss ein schwarzer Magier weg, weil sie sagen, nein, noch. Ich bin auch gleich wieder zurück, keine Sorge. Erstmal muss sein verdecktes Monster noch weg. So, natürlich spiele ich die magischen Hüte. Ich will auch mein Deck ein bisschen ausdünnen, nicht wahr? Gehirnwäsche wäre natürlich geil. War auch nicht mehr, haben wir bereits auf dem Feld. Was haben wir sonst noch so? Wenn wir was durchführen. Okay, die Karte wäre auch ein bisschen kacke. Multiplikator brauche ich gerade auch. Nee, cool, war schon weg. Okay, brauche ich auch nicht mehr. Spielen, ja, aber nee, bringt nichts. So, das ist eine Fallenkarte, kann ich also auch im gegnerischen Zug spielen, das ist schon mal ganz praktisch. Dann spiele ich mal Monster Reanimation und hol mir meinen alten Kumpel zurück aufs Feld, Freunde.
Nee, keine Kette. Nee, ist alles cool, alles cool. Erst einmal. Ja, warte mal, ich greife mit ihm an. Also jetzt kacke wegen dieser scheiß Karte sicher so, solange die draußen ist, kann ich nichts machen. Aber das haben wir gleich wegen unserer eigenen Fallenkarte, keine Sorge. Ach stimmt, wir können natürlich zwingen, dass er im Angriffsmodus bleibt. Hä, bin ich doof. Ah, Moment, da geht gar nicht. Scheiße. Dass er keine verdecktes Monster mitwählen kann, krass. Gut, er kann sich jetzt nicht flippen, ne? Ist auch nicht schlecht. So, Kumpel, schwerer Staubsturm. Deine Karten gehen mir nämlich auf den Sack. So, Pegasus. Es wird Zeit. Mystische Box. Aber Schwein gehabt. Das hätte ja sein können, dass irgendwie ein Flipmonster so etwas hieß, dass man jetzt den Kopf gekostet hätte. Magier des schwarzen Chaos. Beende das Duell. Wie im Anime. Schwarze Chaos-Magie. Aber Chaos-Magie-Attacke weiß ich gar nicht mehr. Ist egal. Pegasus, du bist besiegt. Wir haben gewonnen. Das ist doch nicht möglich. Mein Auge, meine Magie, alles hat mich im Stich gelassen. Ich habe verloren. Das Duell macht Yugi klar, dass der Geist im Lebenspuzzle sein Freund war. Yugi lernte, dass sie alles erreichen könnten, wenn sie zusammenarbeiteten. Geist des Puzzles, ich weiß noch, wie ich dir danken soll. Es waren dein Mut und die Liebe deiner Freunde zu dir, die heute die Oberhand behalten haben. Und deine Entschlossenheit. Wir alle haben es geschafft, zusammen. Das stimmt, als Freunde. Und letztendlich ist es das, worauf es ankommt. Freunde, die füreinander da sind. Er hat gewonnen! Gut gemacht, Mann! Yeah! Wir alle haben gewonnen, danke Leute! So, Yugi rettete die Seelen seines Großvaters von Seto und von Mokuba. Es lautet jedoch eine weitere Gefahr im Schatten. Sein Freund Bakura, der noch immer vom bösen Geist des Lebensrings besessen war, hatte eigene Pläne. Obwohl Yugi dachte, seine Probleme wären vorbei, soll es daher bald viel schlimmer kommen. Nun, da Pegasus durch sein Duell mit Yugi geschwächt ist, bietet sich mir die Chance, auf die ich gewartet habe. Endlich ist die Zeit für mich gekommen, deinen Millenniumsgegenstand von Pegasus in meine Sammlung aufzunehmen. Ja. Aber wie er es genau gemacht hat, guckt im Anime. Was? War of the Giants Reinformance. Okay. Tja, Freunde, und das war's. Ich würde sagen, ist sowieso ein perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden, abgesehen davon, dass ich überzogen habe. Wir hatten in diesem Duell viele, viele Magier-Power, muss man zugeben. Es hat einiges zusammengepasst, was ich wollte, ein paar Dinge nicht so. Trotzdem würde ich sagen, war es ein interessanter und erfolgreicher Part. Und ja, der Arc um das Königreich der Duellanten ist damit vorbei und ihr seht auch schon unten am Balken, dass es doch schon relativ lange ging. Das war jetzt halt die Sage, die am längsten ging, rein jetzt hier vom Spiel her. Eigentlich bis und mit hierhin. Ab hier geht es dann mit Battle City weiter, das haben wir auch noch bis und mit, jetzt muss ich ganz kurz gucken, bis hierhin. Dann hier haben wir irgendwie das mit den Drachen, ne, war ja so, bis hierhin. Und das letzte Duell ist noch irgendwie ein ganz anderer Käse. Nicht Käse, aber ich weiß, ist eigentlich ein interessanter Arc, sind alles interessante Arcs, aber halt, wie ich finde, gewisse Duelle fehlen und so ist halt kacke. Aber egal. Nächster Part also, offenbar das Duell zwischen Yugi und Bene Keith nach dem Königreich der Duellanten. Die Frage ist, warum? Das empfehle ich mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.